Eine erfreuliche Auswirkung, die aus der politisch erzwungenen Elektrifizierung resultiert, ist die Möglichkeit zur Gestaltung neuer Freiheiten im Design sowie eine Umstrukturierung innerhalb der Markenlandschaft. Plötzlich bewegen sich nämlich Hersteller wie Hyundai im Premium-Segment, während etablierte europäische Akteure sichtbar Schwierigkeiten haben, den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Hierbei entstehen beeindruckende Produkte wie der Hyundai IONIQ 5 mit der Zusatzbezeichnung N. Ja, der IONIQ 5N ist ein auf Sport getrimmtes Modell, das den Genen der N-Modelle mehr als inkorporiert hat. Das ist unser Sportauto, jetzt halt mit Elektroantrieb, mit 650 PS. Es ist der günstigste Sportwagen auf dem Markt. Der i20N und i30N haben bereits unter den Liebhabern kompakter Sportwagen einen ausgezeichneten Ruf errungen. Strebt man nun auch bei den Elektroautos nach diesem Erfolg? Ja, denn mit dem IONIQ 5N geht man noch einen Schritt weiter und positioniert ihn als Elektroauto in seiner schärfsten und sportlichsten Form, wie es in dieser Art und Weise bisher noch von keinem anderen Hersteller auf den Markt gebracht wurde. Spricht, wie gesagt, die sportaffine Kundschaft an. Wir haben bereits zahlreiche Kaufverträge vorliegen, sodass wir sehr optimistisch mit diesem Auto in die Zukunft gehen können. Es ist ein Auto, das, wie gesagt, durch Nachhaltigkeit glänzt, allerdings echte Sportgene in sich trägt und dementsprechend eine eigene Klientel ansprechen wird. Ja, wir sind jetzt schon stolz darauf, dieses Fahrzeug als ersten richtigen Sportwagen zu leistbaren Preisen am Markt einführen zu können. Eine neue Optik kennzeichnet den IONIQ 5N. Bemerkenswert breit und mit auffälligen Designelementen sowie einem sportlichen Interieur mit Schalensitzen. Während die Konkurrenz mit Audi RS, e-tron GT oder den AMG-Varianten von Mercedes-Benz, EQE und EQS nur kleine Unterschiede im Design zu den schwächer motorisierten Basisversionen aufweisen, zeigt der IONIQ 5N auffällig viele Unterschiede. Das Resultat erinnert unweigerlich an die ikonische, muskulös-aggressive Lancia Delta Integrale aus den 80er Jahren, die als Rallye-Version der Kompaktlimousine mittlerweile Kultstatus genießt. Diese Analogie ist passend, da der IONIQ 5 bereits eine wirkungsvolle Hommage an die Giugiaro-Designs der 70er und 80er Jahre darstellt. Und was gibt es sonst noch zu erwähnen? Ja, der IONIQ 5 war einer der ganz ersten Vertreter, die mit der 800-Volt-Ladetechnologie auf den Markt gekommen sind. Bedeutet superschnelles Laden, 10% auf 80% der Batterie sind in gerade einmal etwas mehr als 15 Minuten geladen. Das ist ein absoluter Topwert, wo die Elektromobilität auch entsprechend Spaß macht. In kurzen Worten, seine größte Stärke liegt in der beeindruckenden Kraftübertragung auf alle vier Räder. Mit einer Leistung von 650 PS übertrifft er alle anderen Elektroautos in diesem Segment, einschließlich seines Schwestermodells Kia EV6 GT, das auf der gleichen eGMP-Plattform basiert und immerhin 585 PS bietet. In der Praxis zeigt sich die Kraftentfaltung von Anfang an explosiv, obwohl das Fahrzeug ein Gewicht von 2,2 Tonnen hat. Der Sprint von 0 auf 100 dauert nur 3,4 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h ist für ein Elektroauto beeindruckend. Das Interesse an dem IONIQ 5 wird auch durch ein neues Testimonial der Marke Hyundai bestätigt. Aus der Geschichte auch heraus, dadurch, dass natürlich auch Hyundai extrem den Sport und im Speziellen auch den Fußball fördert und auch dort ein Teamplayer quasi ist, habt ihr diese Marke damals auch kennenlernen dürfen in Verbindung mit ÖFB. Und umso wertvoller ist für mich, dass auch diese Werte jetzt da weitergetragen werden. Sie sind nicht nur im Fußball, sondern auch im Laufsport sehr tätig, haben mit E-Mobilität natürlich auch eine Vorbildfunktion, was den österreichischen Markt anbelangt. Und da möchte ich natürlich beitragen und diese Werte weiterhin verbinden, dass man A, die Umwelt versuchen zu schonen, aber auch B, sich auch ständig zu bewegen, indem man sich entweder im Fußball, im Laufsport oder wo immer auch sich betätigt. Zurück zum N-Modell. Ein wirklich einzigartiges Feature ist die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Soundwelten zu wählen. Vom simulierten Verbrennersound über futuristische Performance-Gänge bis hin zu Kampfjet-Geräuschen. Dies könnte den Schmerz der Trennung vom Verbrennermotor für manche deutlich verringern.